Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt es euch gewünscht. Wir sind dem nachgekommen. Wir sind bei Kollege Wozny. Moin. Und zeigen euch mal, was eigentlich so mit der Supra geht. Ich weiß noch, das letzte Mal, wo ich dieses Auto gesehen habe. Nee, also die Geschichte ist ja eigentlich eine ganz andere. Du hattest ja erste Supra, eine rote. Das war die erste. Das war eine Rechtslenker, die ich zuerst hatte. Die Rechtslenker-Turboschalter. Rechtslenker-Turboschalter. Die bist du sogar gefahren. Nee. Doch. Ey, willst du mich verarschen? Du hast im Barren-Video gesagt, du bist das erste Mal Rechtslenker gefahren bei Wozny in der Supra. Genau, das war aber die rote. Nein. Doch. Die war, nein. Doch. Ich weiß, welches Auto ich hatte, danke. Ja, aber... Die war grau. Nein. Doch. Ich bin in ein Auto, wo ich mit links geschaltet habe? Ja. Okay, noch, da hast du dich, glaube ich, noch so beeiert, als ihr von der Firma ja, weggefahren seid, ne? Mhm. Weil du mal Scheiderschein gemacht hast. Ja, aber das haben wir doch auch gefilmt, oder nicht? Ja. Ja, das müssen wir erstmal nachgucken. Ich hätte schwören können, das war eine Automatik und zwar die rote. Nee, das war meine zweite. Genau, die hat Chris dann. Die hat Chris, genau. Dann hast du die gekauft. Dann habe ich die gekauft. So, das Auto war in der Zwischenzeit mittlerweile schon bei Chris zum Lackieren. Genau. Zum Motorraum und so ein bisschen Macken raus, Spoiler lackieren und sowas halt, ne? Das heißt, du bist aber mit dem Ding noch keinen Meter gefahren eigentlich? Naja, aus Oldenburg her. Und wir haben ein Video gemacht, du hast ihn dann umgebaut auf Schalter, genau. Schalter. Mit dem geilen Getriebe. Was ein bisschen Geräusche gemacht hat. Wo wir echt so, während des Videos, ich sag noch so, ey, Thomas, so Öl auf dem Getriebe? Weil das so das hast du auch mitgemacht, glaube ich, ne? Kann das sein? Ich weiß nicht, auf jeden Fall war Öl drauf. Ja. Und jetzt ist es wieder dezent eskaliert. Na, und genau. Gibt hier die Vollrestoration. Gibt es eigentlich eine restaurierte? Wie ist das in der Supraszene? Gibt es da schon restaurierte Autos? Stimmt, ja. Muss ja eigentlich, ne? Weil wenn ich mir überlege, was die Kisten mittlerweile wert sind, gibt es ja mit Sicherheit ein paar Leute, die da auch schon loslegen, alles zerlegen, schön strahlen, pulvern, lacken, volles Programm. Naja, in so einer Supergruppe bei WhatsApp haben schon einige. Gepulvert, lackiert, Eis und Scheiß. Ist das die Werbung? Die Gruppe? Das ist die Gruppe. Komm in die Gruppe. Hier gab es auch wieder Ausschüttung. Ausschüttung. Naja, aber die Preisentwicklung von Supra ist schon krass, ne? Ja. Ich weiß nicht, zu unseren Hannover-Zeiten, Fahrenwalder-Zeiten. Okay, das ist mittlerweile 10, 15 Jahre her. Da gab es ja immer zwei Autos, Toyota Supra oder 996 Toro. So, die ganzen Supra-Fahrer haben irgendwann ihre Supras verkauft, weil die angefangen waren, so ein bisschen teurer zu werden. 996 sind billiger geworden. Das heißt, du konntest damals eine richtig gute Linkslenker-Turbo-Schalter in gemacht mit Single-Turbo hast du verkauft für eine 35, 40 und konntest dir dafür über 1 zu 1 996 Turbo kaufen. Krass. Und dann sind ganz viele Supra-Fahrer Turbo-Fahrer geworden. Sag ich jetzt nichts so. Das war damals so die Preisentwicklung. Heute ja, ist das ja grenzenlos nach oben, ne? Ja. Nicht mehr schön. Was möchtest du mit diesem Auto machen? Immer noch auf der Straße fahren, was du mir bis heute nicht glaubst. Das ist aber, weil ich muss das jetzt so fragen, weil wir bauen ja wirklich viele Autos, aber gefühlt ist das auf jeden Fall aus unserem Fuhrpark der größte Toro auf jeden Fall schon mal. Ne? Hol mal, zeig mal dein Handy, also auf der Kamera wirkt es absolut null. Please. Das ist schon Motorsport. Schon zornig, ne? Mhm. Na, für dich da hat das 85 und für Wien ist 83. Nein, mal Spaß beiseite, du willst echt mit dem Ding auf die Straße fahren. Ja. Liegt der auch noch da. Das müssen wir den Zuschauern erstmal beibringen, weil, wie gesagt, ich habe das jetzt ein paar Videos schon gesagt, es ist mittlerweile leider so, ich war selber auch erschrocken, als ich das jetzt gerade mit dem Barren wieder mitbekommen habe, dass ganz viele denken mittlerweile, alles, was man umbaut, ist immer gleich illegal. Was ja erstmal nicht stimmt. So, und wenn ich jetzt sehe, dass das, was hier liegt, irgendwann mal TÜV bekommen soll, Junge, den TÜV-Prüfer muss ich kennenlernen. Dann können wir mit Limo doch wieder auf die Straße fahren. Wir wollen ja ein Schallfigurtsgutachten machen, ne? Mit der TÜV. Kannst du ja eine Turbine von hier testen, ne? Mhm. Das ist 4,5 Zoll, ne? Junge, ist das eigentlich ein Rohr. Okay, aber wie soll das gehen, voll egal? Langer Weg. Also wahrscheinlich wollen wir diese Demessstreifen-Messung machen, weißt du? Mhm. Mit einem originalen Auto. Und dann auch mit dem hier. Aber liegt das... Achso, mit einer originalen Supra. Ja. Die von nebenan steht. Nee, er hat noch eine, mein TÜV. Wenn der TÜV-Prüfer noch eine Supra hat. Ja, also sein Kumpel hat noch eine. Achso, und dann tatsächlich... Genau, quasi, so gegen, weißt du, mit Käfig und so, guck mal, wird ganz viel berechnet mit ein paar Leuten von Volkswagen, die das berechnen. Ja, aber mit Käfig heißt, hier muss auf jeden Fall dann auch ein Käfig da rein. Da kommt ein Käfig rein, ja. Ah, okay. Aber dann einfach ein geschraubter Käfig? Mal gucken, muss ich mit dem auch sprechen. Und dann machen die eine Steifigkeitsgutachten und anhand danach können die dann eine Mehrleistung eintragen in die Kurse. Genau, ja.
Dann musst du aber noch drumherum alles einhalten. Genau, dann muss ich halt Nachweise für Kardanwelle, Antriebswellen, Diff und Getriebe bringen. Nee. Dass es Drehmoment aushält. Soll ich einmal halbe Meile fahren? Nein, kannst du heute alles aus dem Brief schreiben? Nein, aber dieses Brenners-Getriebe, das hat eine Freigabe von Chevy, ich glaube, bis 950 Newton oder sowas. Ah, echt? Da braucht man dann eine Freigabe auf die Teile? Ja. Ja klar, wenn das Ding irgendwie abreißt, ist das natürlich auch Baustelle. Ja, aber ich hätte gedacht, das wird eher getestet irgendwie. Also. Weiß nicht, vielleicht können wir auch eine testen. Okay, verstehe. Also Ziel ist es wirklich, immer noch auf der Straße zu fahren. Ja, also jeder hätte mich für bekloppt, gar keine Frage, kann ich auch verstehen. Ja. Also verstehe ich, fühle ich. Aber ich weiß halt nicht, ob ich heutzutage mit so einem Ding noch auf der Straße rumknallen würde. Andererseits bei diesen ganzen geilen Autos ist es zu schade, sie nicht halt auf der Straße zu fahren. Genau. Das kommt auch noch dazu. Ne? Da muss ich erstmal sacken lassen mit TÜV, ey. Ja, weißt du, stell dir mal vor, du fährst ganz normal beim TÜV Nord vor. Ja, okay, dann wird natürlich der Vogel zeigen. Reißt die Haube, also gehst rein, holst einen Kaffee, gehst mit dem TÜV-Prüfer raus, machst die Haube auf und das Ding dreht immer noch. So, ne? So groß ist der, ja? Und der guckt da so rein und denkt so, ah, okay. Heute ja, gut, der Lader hat ja erstmal nichts auszusagen, was TÜV angeht, ne? Solange du deine Emissionen und sowas alles einhältst, ist das ja völlig egal. Ja, aber. Nee, natürlich, wie sieht das natürlich krasser aus, als es ist. Weil gefühlt ist der ja auch so groß, dass er da schon die Karosse wegschneiden muss, hast du übertrieben gesagt, ne? Gott sei Dank nicht. Das heißt, was ist so leistungsmäßig ungefähr Ziel? Also das heißt, es gibt dann auch keine Grenze nach oben, sondern das, was der... Das, was die Karosse aushält und sowas, was nachweislich aushaltbar ist, kannst du eintragen. Ja, aber da kommen dann so Dehnstreifen drauf und... Genau, wo die geklebt werden, kann ich nicht sagen. Natürlich an den Bauteilen, wo es jetzt wahrscheinlich gehen wird, wo sie Angst haben. Ja, und wie wird das Ganze dann getestet? Also auf einer Dekra-TÜV-Prüfer ist das. Ich glaube, auf einer Lausitzring ist das. Das ist ja deren Teststrecke. Ja, aber aber wie machen die das dann? Also die fahren dann das Auto mit der Leistung? Ja, genau. Ah, okay, verstehe. Also du fährst ja nicht die ganze Zeit Vollgas. Geht ja auch gar nicht. Hast du schon einen zweiten Motor? Ich bin wirklich gespannt, ob das geht. Ja, ich auch. Also es kann natürlich sein, dass es nicht funktioniert, ne? Dass es voll in die Hose geht. Also dann, ich will es aber probieren. Weil dann, selbst wenn du dann das Gutachten für die Cross hast, geht es ja dann los, dass noch drumherum alles passen muss, ne? Mit Abgaswerten, Lautstärke und so weiter. Lautstärke geht mit Klappe. Was bis heute auch mal keiner glaubt. Das Problem ist nur, dass dein Steuergerät das machen muss. Du darfst da keinen Zugriff drauf haben. Und du hast ja einen bestimmten Bereich, wo du testest oder wo du misst, Fahrgeräusch, und da muss es halt zu sein. Mhm. Wie ist dein Problem? Das ist ja bei Lamborghini und sonst was auch so. Wenn du 1000 PS eingetragen hast, bist du ja bei 400 PS über die Tonne. Ja, erzähl mal Motor hier. Stock. Stock. ja, wo soll ich anfangen? Stock mit Hybridlader, ne? Ja, eigentlich einmal Block entlackt, entrostet, gebohrt, gewohnt, geplant, Nutenringe rein für Kopfdichtung, Stahlhauptlagerböcke. Wer hat den Motor gebaut? Caroli. Die machen viel Supra, ne? Der macht viel Supra, ja. Du machst fast alle Supra-Sachen, ne? Also die meisten, würde ich sagen. Die krassen. Mhm. Kurbelwelle Serie? Ja, nagelneu. Was hat der runter gehabt? Der Block? Weiß ich nicht. Warum nagelneu? Also weil die Kurbelwelle einen kleinen Schlag hatte und eine neue kostet nicht so viel. Kostet 900 Euro oder so. Krass. Von Toyota direkt, ne? Mhm. Ja, ich weiß, Jean-Pierre hatte auch mal einen nagelneuen Motor gehabt. Kostet 3,5. Fand ich jetzt auch nicht so übertrieben. Und Kolben, was soll ich? Marlow Motorsport. Ah, okay, weil sowas verbaut ja nur Caroli wahrscheinlich, ne? Ja, naja, nee. Meistens so. Weil die ganzen Amis und so weiter, also alle Supras, die verbauen noch viel so CP und so. Genau. Da hat aber Caroli schlechte Erfahrung mitgemacht. Ja, müssen wir immer ein paar Fotos einblenden von dem Motor, weil jetzt ist er leider schon zusammen. Aber auch dann so alles wuchten oder muss man im Sechszylinder nicht? Er sagte nein, er hat nie gewuchtet, er dreht auch immer 9,5. Und Serienhupe? Ja, ja, das 3 ist immer noch 3 Liter, ja. 86. Aber Bohrung ist auch gebohrt und größer? Sind ja, größer ja, 86,5. Ah, okay, erstes ja, Übermaß. Wer ist der Kollege hier? Weil Tom steht nämlich mittlerweile auch auf Billeteile. Ja, ja. Gleich mal den kleinen Kollegen hier. Oder ist das nur ein Adapter mit Sensor? Oder? Das ist Adapter mit Sensor und Kurbelwellengehäusedrucksensor. Ah. Also ich kann es theoretisch Rücklauf dran machen, aber den mache ich zu. Ja, Rücklauf, ne? Vom Tool, oder? Nee, von, wie heißt es? Kurbelwellengehäusedüftung. Ah, okay, verstehe. Vom Ketchup. Mhm. Ja, das ist schon krass, was es für die Supras so alles an Teilen gibt, ne? Ja gut, die gibt es ja schon 20 Jahre, ne? 30, ne? Bald Oldtimer dran. Stimmt, das ist ja Oldtimer. Jetzt gibt es eine Hakenzeichen. Ich wollte sagen, vielleicht schaffst du auch hart zu lachen. Ich weiß gar nicht, ob das bei 1000 PS Oldtimer eine andere TÜV-Zertifizierung haben am Ende. Okay, dann Kopf wahrscheinlich auch alles, was gemacht. Kopf ist alles, was geht, CNC gefräst. Mit Originalventile, Großventile? Nee, 1 mm größer. Und von Ferrer. Und Nockenwellen dann halt auch volles Programm. Ist 2,94, rein, das wie aus das. Mit 11.
5,3 Meter hoch. Mhm. Dann gab es von Paul noch ein paar Zündspulen. Mhm. Immer wieder für immer verewigt hier. Ah, die müssen noch neu. Drei Stück. 2JZ. Und andere Ego-Schlüssel, ne? Also original ist auch starr, aber nicht mehr die originalen. Also man muss wirklich sagen, wenn man so vorsteht, ist so ein 2JZ-Motor schon eigentlich immer so mit einer der schönsten Motoren, ne? Finde ich auch, ja. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie rein Sechszylinder. Weil das jetzt so aufgeräumt aussieht irgendwie so, ne? Ja, auch irgendwie so, ich mag das, wenn man sieht, es geht rein und geht raus, so, ne? Irgendwie ist das schon ganz geil. Und Krümmer, hier alles. Ist halt selber gebaut. Logischerweise Eigenbau von dir. Ja. Junge. War das gleich so die erste Version oder hast du da schon mehrere Versionen gebaut? Für den Motor? Hm? Nein, also generell Supra-Krümmer. Nee, habe ich schon mal eingebaut. Weil man denkt immer so, ach ja, das geht ja alles so locker flockig da rein, ne? Aber wenn ihr euch das jetzt mal so anguckt. Kommt halt auf den Lader an, ne? Erstmal die sechs Rohre zu finden auf dem Sammler. Mhm. Dann dieses fette Abgasgehäuse. Dann gehen da auf einmal nochmal zwei Wastegates ran. Also hier ist schon dumm, ne? Also hier. Ja. Hier Wastegate 1 und Wastegate 2. Da sitzt hier. Das ist geil, ne? Da. Man sieht es doch nicht heute. Was ist das für ein Rohrdurchmesser? 42. Mhm. Krass. Wie hast du das bei sowas hier gemacht? Hast du dann, war das einfach nur durch, hast du Glück gehabt, dass du so die... Nee, ich habe den erst gemacht, dass ich sehe, wegen Lichtmaschinen und so ein Quatsch, dann habe ich das richtig positioniert. Vor allem 89er Druckrohr, ne? Mhm. Durchgeht. Aber jetzt, wo ich deine ganzen, von Alex die ganzen neu verzinkten Schrauben und so sehe... Das ist schon widerlich, finde ich. Muss man eigentlich doch nochmal was mit... Mit dem Turbolader irgendwie machen. Nein. Der nervt mich auch schon jeden Tag. Aber der Typ ist einfach nur crazy, ne? Ja, ja. Das ist aber der Typ ist eine Einzelpass. Vor allem ist einfach nur so eine Sucht, wenn man einmal anfängt. Ja. Weil das sind ja auch alles so Sachen hier, wenn du die bei Toyota neu kaufen würdest, inklusive den ganzen Schrauben hier. Wenn es sie noch neu gibt. Genau, wenn es sie noch neu gibt, sind das ja alles Sachen, die richtig Geld kosten. Ne? Ja. Und früher, alle anderen, die ich vorher kannte, da war es immer Baustelle, was zu verzinken lassen. Weil es hieß immer, ah nee, muss ich aufhängen, muss ich schleifen, geht nicht. Kostet pro Schraube 5 Euro. Und bei Alex geht es ja so, geht nicht, gibt's nicht. Ne? Ja. Gibst du hin, kriegst du verzinkt wieder zurück. Und gefühlt hat er jedes einzelne Teil in der Hand gehabt und irgendwie schön gemacht. Ja, das stimmt. Also das ist schon... So auch diese Hitzeschutzbleche, ne? Finde ich halt auch wieder krass. Die sind halt auch in diesen 30 Jahre alt, ne? Ja. Die Bleche. Wie waren die so? Waren die VW-like auch schon richtig rostig oder sahen die auch noch echt gut aus? Kann ich dir Bilder schicken, wenn du möchtest. Die sahen schon teilweise gut kacke aus. So gerade so hinten Endschalter, weil da war schon gut Rost dran. Mhm. Und bei Downpipe hast du ja nur überlegt, muss halt 89. Ne, 114,3 wie der Lochkreis. Jawohl, Downpipe passend zum Lochkreis. Krasses Ding, Alter. Und dann einmal von Micha alles eingepackt. Genau. Na gut, original geht halt 4 Zoll raus und ich finde halt eine Stufe größer mal ein bisschen schöner. Was für ein Turbolader ist das jetzt eigentlich? Original war es GTX 45. Mhm. Ist jetzt aber mit Generation GTX 47 noch rein. Und noch größer würde ich da raten. Weil Supra sind immer so, da, die haben auch immer riesen Verdichtergehäuse drauf. Mhm. Weißt du, weil das Abgasgehäuse finde ich im Verhältnis zu dem eigentlichen Verdichtergehäuse... Das ist auch nur ein 101er, ne? Ist das echt nur ein 101er? Ja, ja. Mhm. 115er möchte ich eigentlich nochmal holen, dass man da... Ja, wir haben bei Oma ja 127er so drauf. Echt? Mhm. Also jetzt bei Marius. Mhm. Ja, aber auch das muss ja optisch so da rein. Du kannst ja nicht so einen kleinen Lader da reinhängen, das geht optisch nicht. Also ja, finde ich. Supra ist halt ein Auto, da ist man halt einfach verwöhnt. Ja. Also, weil... Zu den Traum-Top-Zeiten, den besagten Zeiten vor 10 Jahren, ist es halt einfach so, Haube auf und je größer der Lader, je besser. Ne? Und jetzt gibt es bei Single-Turbo-BMWs, da gefällt es mir nicht, dass der Turbolader so weit nach vorne wandert. Ja. Und bei Supra ist halt das Geile, dadurch, dass der Dom im Verhältnis relativ weit hinten noch steht, ne? Richtig, was ich jetzt sage? Genau, relativ weit hinten ist, kann man den Lader relativ, also, ja, wie soll ich sagen, wo sitzt der denn hinten? Der Lader sitzt auf... Na, der Verdichtergehäuse sitzt hier. Mhm. Genau, weil bei den BMWs sitzt der Lader noch weiter vorne. Bei den N54 zum Beispiel, meinst ja. du? Ne? Ja, ja oder halt die ganzen E30, E36, alle im Sechszylinder. Ne? Ja. Logischerweise, weil... Der Motor liegt ja gefühlt da drin wie so ein Boxer. Ja. Stimmt, das ist auch noch eine Sache. Hier steht der Motor einfach nur gerade drin. Ja. Ah, das ist ja, lernen wir wieder was. Supra, rein Sechszylinder, einfach nur gerade drin steht. Die BMW-Motoren sind ja auch noch alle gekippt. Mhm. Das wird nämlich das Problem sein. Deswegen hast du hier auch noch weniger Platz. Ne? Sind ja auch diese Ansaugbrücken immer so extrem lang. Mhm. Mhm.
Okay. Und dann hier einmal Australien, Billet, Brücke, genau. Rail, ja. Betilecke. Ist das alles gleiche Hersteller? Das ist ja genau, alles CPC, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. CPC. Mhm. Schon geil, ne? Wie man, weil überall so einen schönen Radius auch dran, ne? Mhm. Ja, und halt von dir anstecken lassen mit den Schrauben. Ja. Das ist halt auch echt mal Baustelle mit dir. Ist ja so, wenn du die erste Schraube davon hast. Ich meine, so diese verzinkten Schrauben finde ich persönlich auch geil. Gerade so bei Autos, die ein bisschen älter geworden sind. Warte, ich muss hier mal eine rausdrehen. Finde ich schon, hat irgendwie was. Mhm. Ich habe da noch eine Kiste mit. Weil es ja auch ganz oft so ist, wenn du zu selbst wenn du jetzt neue Schrauben kaufst, sehen ja nicht so gut aus. Nö. Also selbst die neuen Schrauben sehen ja immer schlechter aus. Deswegen muss ich schon sagen, ja, war Titan, klar. Ist ja Titan. Wobei du es ja sogar noch mehr übertrieben hast als ich, weil ich habe ja sowas noch nicht mal gemacht hier. Also selbst Stehbolzen und Muttern. Ja, und Titan. Hier geht dann Entlüftung, Catchtank drauf. Genau. In der 12. Das hast du alles aber im Motorraum logischerweise gebaut. Mhm. Jetzt hier so zum Ladeluftkühler, Verrohrung und so, oder nicht? Nein. Aber das Ladeluftkühler muss ich noch holen. Da hattest du nur die Karosse aber schon mal drauf angepasst hier, ne? Genau, da habe ich nur schon was Loch gebohrt. Jetzt im Durchgehen, vor dem Lacken. Da oben, genau. Die Radhäuser, weil du warst zwischenzeitlich mit dem Auto auch bei Schwan, ne? Genau, Schwan hat einmal Trockeneis gestrahlt und Kunststoff gestrahlt, irgendwie sowas. Also ganz komische Sachen. Und dann halt direkt zu Chris. Vor allen Dingen, ich weiß nicht, wie oft wir darüber diskutiert haben, ob ins Bad, nicht ins Bad. Aber selbst Schwan hat gesagt, ich hätte dich getötet, hätte ins Bad geschmissen. Echt? Ja. Er sagte, die Karosse ist zu gut. Die Karosse ist ja untenrum komplett original, ist halt nur gestrahlt, ne? Jetzt noch zugeklebt, dass der ganze Kopf da nicht reinkommt. Das ist alles original noch, ne? Ja, aber hier ist jetzt original irgendein Lack drauf oder hat der original die Farbe? Nee, original die Farbe. Immer, also alle Supras haben die Farbe. Ja, also, ja. Das ist auch eine seltene Farbe, ne? Ja, so, ich verstand aber 47 Stück als Fahrer. Wie nennt sich die Farbe? 1A1. Anthrazitbraun, irgendwas. Eigentlich war es ja an jedem Teil dran, ne? Ja. Wenn ich das so sehe. Okay, die Bleche sind natürlich echt eine Frechheit. Wie geil die geworden sind. Ja. Vor allem auch. Der ist brutal, Typ. Also, ich, abgesehen davon, dass er die Werbung verdient hat, ist es einfach wirklich brutal. Ja, vor allem, weil die so eine geile Farbe bekommen haben. Mhm. Also schwenkt mal so einmal. Die sind so leicht goldig, ne? Goldig. Das sind halt auch echt keine neuen, ne? Also, das sind halt die ich da abgeschraubt habe. Goldig. Man siehst du hier teilweise noch so den Rost ein bisschen, ne? Aber. Die waren auch original verzinkt. Die ganzen Achskörper sind einmal entlackt, entrostet bei Spaten und KTL beschichtet und zusätzlich gepulvert. Also das volle Programm. Genau. Wie ist das hier so, wenn du so Teile kaufst, wie Radlager und sowas? Alles Zubehör ist geil. Gibt alles, machst du ganz normal Zubehör auf und gibt alles. Ja, genau. Und so sieht das halt aus, wenn man ausbaut und einfach hinschickt, ne? Genau. Und ich bin ja wirklich der Meinung, dass dieser verrückte Typ jede Schraube in Hand nimmt. Also er schmeißt sie nicht einfach nur so rein. Die haben zwar ein Bad. Ja genau, zum Entlacken. Nee, das Problem ist ja, zum Verzinken müssen die Teile ja alle immer einen Stromkontakt haben. Mhm. So, das heißt, irgendwie muss... Ja, ja klar, er hängt die an dem Draht auf und hängt die in sein Bad. Genau, es gibt auch eine Trommel, wo die drin laufen. Mhm. Jedes Mal, wenn sie außen ankommen, an den Käfig, haben sie quasi Kontakt. Aber da ist wohl die Gefahr relativ groß, dass die ganzen Schrauben danach nicht in der Wotzni-Kiste sind, sondern halt unten in der Trommel liegen. Dass sie deswegen tatsächlich wirklich alle immer... Ich habe auch radikal alles, was ich irgendwie gefunden habe aus der Supra, also alles, jede Schraube, ich erstmal alles hingeschickt. Aber genauso wie ich erstmal alles gepulvert habe, was ich irgendwie gefunden habe. Aber das Krasse ist, man sieht es ja nicht mehr, wo er so aufhängt. Nee, das kann er leider. Alter, da geht mal die Schellen mit dazu. Aber das muss man schon wirklich sagen, die Japaner haben es schon drauf, ne? Die haben mitgedacht. Das wird ja irgendwie Sturzeinstellschraube oder Spureinstellschraube sein, ne? Aber direkt mit, also mit Markierung drauf, wie viel Grad man das Ganze einstellt, ne? Wo sich auch mal irgendwo aufregen, wenn ich in der Halle schraube und die Schrauben wieder so reinschmeiße. Die kriegen keine Macken. Nee. Das ist geisteskrank. Hier ist Facelift, nicht Facelift. Genau, aber Facelift und sowas drin. Weil alleine halt, weil die schwarz sind, ne? Würde ich ja. Aber Facelift ist immer schwarz. Ja, ich glaube ja. Und das ist Originalteil, oder wie? Mhm. Steht sogar auch Toyota drin hier. Die gibt es so zu kaufen? Mhm. Noch? Ja. Also, ob sie bei Toyota so gibt, ich hab's da vom Kumpel. Der hat sie mir verkauft. Was kostet so? 900, glaube ich. Alter, jetzt gehe ich kaputt hier. Guck da mal rein. Hier. Da ist eine Wasserwaage drin. Achso. Kannst du das erkennen, Simon? Hm.
Das ist ja brutal. Aber die haben halt schon viel mitgedacht, finde ich, ne? Oh, das ist geil, das Leben erleichtert. Ja, cool, du kannst tatsächlich so einen Scheinwerfer einstellen. Kann ich mir gut sehen. Nicht, dass er in der gleichen Limo hängt, der Scheinwerfer. Alter, die erste in den Barren. Nein, aber ohne Spaß, weißt du, hier normalerweise kommst du immer, okay, darf man eigentlich sagen, ich weiß noch, ich habe ja bei Limo so oft die Front ein- und ausgebaut, dass ich ja zu den Zeiten, gerade weil ich viel nachts gefahren bin, immer das Licht wieder einstellen musste. Und ich hatte hammerhart bei mir im Garagentor zwei Striche. Ja, kenne ich auch viel, die das machen. Hab einfach immer Auto an die gleiche Stelle vorgefahren, geguckt, auf die Striche eingestellt, fertig. Mhm. Und hier ist ja noch geiler, weil du kannst oben einfach drauf gucken und einfach nach, muss natürlich gerade stehen das Auto, mhm. Bringt natürlich nichts, wenn du bergauf das oder bergab das Ganze machst. Ne? Aber geil. So, eine Sache wollte ich mir noch mal angucken, weil ich weiß, da haben wir im letzten Video drüber gesprochen, wo wir mit dem Auto noch gefahren sind. Das ist hier vorne. Achso, wo ich da sehe, Getriebe. Wie ist da so der Plan? Da habe ich relativ viele Ersatzteile schon für. Das wird einmal komplett revidiert, gestrahlt, Schnauze zinkt. Ist eigentlich der Wahnsinn, dass so ein Getriebe, wie es hier liegt, das halt 5000 Euro sind, ne? Nee, mehr. Mindestens, ne? Leider mehr. Also, habe ich gebrauchen, gehen so für 8 weg, ne? Echt? Total? Ja, geisteskrank. Weißt du noch, ich habe meins, was ich für den Benz vorgesehen hatte, glaube ich, 4,5 oder 3,5 damals verkauft. Würdest du jetzt Finger anlegen? Das waren 161er. Das ist 160. Vor allem für so einen Haufen, ne? Mhm. Weil das, so wie das Getriebe aussieht, wird es ja von innen auch aussehen. Gefühlt ja. Das heißt, du kaufst so ein Getriebe für das Geld und dann... Weiß nicht, ob es heil ist. Geht jetzt nächste Woche erstmal zum Verzinken. Hier kommt ja, Alex! War geil, Alter. Vor allem stell dir mal vor, das Ding kommt so mit diesem goldenen Glanz komplett da raus. Ne? Aber da müssen wir Turbolader auch nochmal. Nein! Und zwar, hier fährt tatsächlich echt diese Lippe aus. Ja, hier ist er festgeschraubt und dann macht sie den hier, ne? Und klappt dann irgendwie aus. Ah, genau, so. Chef. Willst du haben für Barren? Nee, für Barren nicht, aber es wäre ja mal mein Traum beim Abarth, ne? Wenn die Superlippe da drunter hängt. Die Airbrake. Ja, vorhin alle sagen immer, aber das waren wir, ich weiß noch, wir haben. Ich würde umdrehen, als die Fuso hinten andersrum draufsteckt, ne? Nee, hinten auf Heckklappe drauf. Ja, manchmal. Auf Heckklappe. Weil das, ich glaube, ich habe schon mal gelesen nach dem Motto, baue außen 20 Kilo. Aber das ist ganz viele verschätzen sich wirklich beim Gewicht immer massiv, weil das sind ja keine 20 Kilo. Ja, es kommt noch ein Steuergerät dazu, ne, was da drin hängt, aber es sind ja trotzdem immer noch keine 10 Kilo. Weil das hier werden ja eher 8 Kilo oder so sein, ne? Wenn überhaupt, ja. So. Und irgendwas muss ja auch wieder drunter. Das ist ja ein Teil von der Schubstange. Ja. Also wenn, dann würde man das ja wieder noch dran lassen zum Teil. Weil das hier werden echt eher... Also ich hätte auch gedacht, das ist schwerer, aber es ist wirklich, es ist okay. Was machst du mit Innenraum? Also Käfig hast du ja schon gesagt. Erstmal original. Also nicht irgendwie Schalensitze. Mal gucken. Zeig Pole Position. Geht immer, ne? Ja, eigentlich schon. Das Auto ist ja nicht zeitgemäß. Hat die Leder gehabt oder Stoff? Weiß Leder. Ich gar nicht mehr. So, zu jeder Street Legal Supra gehört natürlich. 4,5 Zoll, 114,3 da komm ich rein, das wird noch bearbeitet. Millimeter. Ich, so, ich dachte, das ist die Strömungskante hier. Kenn ich doch, Alter. Das hältst du mir mein Leben lang vor. Keine Ahnung, wo dieses Flexrohr her hast. War das ein rundes, was du zusammengedrückt hast? Das hat mir Wimmy geschickt. Ja, aber in rund? Ja, das war rund. Achso, das war rund, das du hast auch Press gedrückt. Weil halt da mal so ein bisschen fest, tut sich da überhaupt noch. Nee, es passiert eigentlich wirklich was. Wirklich kein Spaß. Echt? Krasser Scheiß. So, und das hast du gemacht, weil du wolltest die Querschnittsfläche von 4,5 auch unterm Auto haben. Ja. Und, aber unterm Auto 4,5 geht gar nicht. Ach, gar keinen Fall. Was fahren da so andere? 100, oder wie? Ja, aber selbst 100 ist schon Baustelle. Bausteller. Was kurz? Irgendwas war, ich glaube, hier so sitzt das. Ich meine, so sieht schon geil aus, weil klar, es ist schon. Und du kannst ja vernünftig tief fahren, ne? Also. Ein bisschen halt. Ja, und wie willst du das dann nach hinten so mit Rohren und Bögen machen? Oder? Dann baue ich genauso. Aus Platte und Bögen. Das ist 76? Das war 70, glaube ich. Ja, mehr als reißen kann. Mehr als nicht funktionieren kann es nicht. Probier es einfach aus. Boah, ich habe keine Ahnung, wie sowas klingt. Also wenn einer, wenn einer von euch schon mal einen ovalen Auspuff hatte, also jetzt nicht Duplex-Endrohr. Jetzt aber nicht den Golf 3 Remus-Auspuff, weißt du, wo das DTM-Rohr so rauskam, sondern wirklich einen ganzen Auspuff so. Ja, hinten wird es dann wieder rund, ne? Abachse. Kann er auf jeden Fall gerne mal kommentieren, wie das klingt. Aber Tom hat noch mehr vor, weil ich glaube, das ist definitiv der größte Cut, den ich in meinem Leben gesehen habe. Soll 1000 PS Euro 1 schaffen. Also selbst auf einer Nutzfahrzeugmesse findest du so nicht Cut. Findest du so nicht Cut, Alter. Findest du so nicht Cut. Findest du so nicht Cut. Und du weißt ja, wenn es geht,
gerade sagen. wenn's geht, geht's nicht. Dann guckt ihr mal das Ding an, Alter. Ja, 180 mm und Anschluss ist 4,5 Zoll, ne? Ja. Aber wo gibt's sowas her? MH-Pipes haben wir den verkauft. Also die Patrone halt, ne? Ja, Grüße gehen raus, Marcel. Ich weiß nicht, was du sonst mit dem Ding vorhattest, aber... Ja, der kommt da irgendwo hin. Ja, nee, hier, er weiter hier oben. Na, ich dachte hier. Das wird schon recht. Oh mein Gott, ja, scheiße. Alter, das sieht aber scheiße aus. Du würdest von hinten echt denken, das ist Endtum. Weißt du, du kannst ja dein 180er Rohr gerade rauskommen lassen. Sieht fast aus wie so eine Hubschrauberturbine. Nee, halt mal neben das Gehäuse da an der Seite. Aber du willst da das ovale Rohr nur durchziehen, bis du hier hinten wieder Platz hast. Ja, genau. Oder ist selbst hier kein Platz für 4,5? Nee, bis dahin, wo wieder Platz ist. Das heißt, dann irgendwo ab hier hängt dann so eine 4,5er Tüte. Ja, 4 glaube ich, ne? wegen der Klappe. Mhm. Weil ich habe noch keine 4,5er Klappe gefunden. Ja, also ihr seht, auch hier gibt es jede Menge Perfektionen, wie die Leute auch im Internet immer schreiben, ne? Haben wir dich gut erzogen als Azubi? Weil Tom war ja früher Azubi, also er war nicht unser Azubi. Boah, das können wir irgendwann nochmal erzählen. Also nicht unser Azubi, sondern so. Irgendwie war Tom mal der Azubi. Weil du ja damals schon noch Azubi warst, ne? Ja, stimmt. Mit der Limo damals noch. Genau. Als der S4-Limo, ne? Mhm. Damals war er schon noch Azubi, deswegen eigentlich ursprünglich Azubi. Mittlerweile ist Azubi eigentlich weg, der Name, ne? Mhm. Hat sich aufgearbeitet. Jetzt was hast du gesagt? Jetzt Atomschweißer. Jetzt mit dem Lader bist du Ausbilder. Okay. Dem Lader hochgearbeitet zum Ausbilder. Nein, aber ich finde das geil, weil es ist ja ganz oft, die Leute verstehen das immer nicht, dass man Bock zu hat, die Sachen halt einfach cool zu bauen. Aber du siehst ja, es dauert jetzt natürlich ein bisschen länger. Mhm. Aber dafür ist es so, jeden Tag, wenn du hier reinkommst, denke ich mal, oder jedes Mal, wenn du nach Hause fährst, sagst du ja einfach, geil, das war es definitiv wert, es dann doch Alex zu schicken und noch nicht zusammenzubauen, weil es halt am Ende einfach, weiß nicht, das macht ja auch Spaß. Und hier bist du jetzt ja auch schon so weit, dass du ja schon mit sauberen Klamotten schrauben kannst. Ja klar, machst du ja nicht dreckig. Und es gar nicht dreckig wird, ne? Kabelbaum müssen wir noch bauen hierfür. Oh jo. Da muss ich dann mal helfen. Da ist noch die Frage, ob es Hivex oder Max-ECU, ne? Ja, ich bin für Max-ECU. Gibt es Supras auf Max-ECU schon? Ja, klar. Früher sind die alle AEM gefahren. Ja, aber das Dinosaurier-Ding. Vor allem AEM. Es gab schon eine AEM-2. Die ist, glaube ich, ja damals AEM-V2. Heißt sie, glaube ich, immer noch, ja. Und die sind trotzdem alle noch AEM-V1 gefahren. Das war wirklich so gefühlt. Fahren heute immer noch viele. Gefühlt mit 3 Kämpfer. Ja, weil das ist einfach da. Es ist da gar nicht so, dass das Steuergerät irgendwie schlecht ist, sondern die Erfahrung mit Supra auf dem Steuergerät ist bei den ganzen Leuten so hoch, dass die Kisten damit einfach so gut laufen. Ne? Ja. Und der verzeiht auch viel der Motor, glaube ich. Ne? So, und irgendwann fingen dann die Leute an, den Infiniti zu fahren. Gibt es ja auch AEM Infiniti, war dann das neueste Steuergerät. Und ja. Aber klar, in unserem Fall macht es natürlich Sinn, was zu nehmen, was wir überall drin haben. Mhm. Und mit Chris, der ja für uns 24/7 immer erreichbar ist, ist das natürlich mit Max ECU schon geil. Alleine, weil das wird das erste Auto, wo wir uns definitiv mit Thema Traktionskontrolle deutlich mehr auseinandersetzen werden müssen. Bist du schon mal sowas gefahren im Ansatz mit der Leistung? Was war die höchste Leistung im Heckantrieb, die du gefahren bist? 800, glaube ich. Ja, weil... Mit Frontantrieb kann man halt immer drüber lachen. Also bei Frontantrieb gibt es also Allrad fährt immer geil. Mhm. Und bei Frontantrieb gibt es halt nur einen Moment, der ein bisschen eklig ist. Da versetzt das Auto gerne mal eine ganze Spur nach links oder rechts. Das ist so der einzige Moment. Ne? Was aber, glaube ich, noch verzeihbar ist. Ne? So, und bei Heckantrieb ist es halt so, wenn du halt auf einmal in die Leitplanke guckst oder in den 40-Tonner guckst, ne, ist halt. Ja, da habe ich nicht so Bock drauf. Grobes Leistungsziel? Naja, wie es halt immer ist, eine 1000 wäre schon schön. Auf Zylinder 1, 2, 3, 4 oder wie? Und nein, das ist ich habe das für mich nicht gebaut, dass es halt so möglichst viel Leistung macht, sondern es soll optisch halt schön sein. Ah, verstehe. Oh, wie Marius, der wollte immer ein K03-Abgasgehäuse mit einer T4-Windel drauf, Alter. Das war sein Traum. So ein Gehäuse, so ein Rad drin. Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Das, was rauskommt, erstmal soll es sowieso halten. Das ist ja eher ein, 1400er Lader. Ja. Locker. Weil er ist ja schon deutlich saftiger als der Lader von Oma nochmal, ne? Hm. Also, aber ich will ja auch immer auf Sprit fahren. Also ja, trotzdem mal mit dem Supramotor, jeder weiß ja, was der kann. Glaube ich schon, dass das richtig ist. Achso, und Federn sind alles, was geht, ne? Also eigentlich soll schon... 1400 müssen wir gleich kommen. Eigentlich soll schon eine 9 weitere Räder vorne stehen. Es ist halt nur so, ich glaube 1400 in der Supra, wenn du jetzt nicht massiv hinten alles umbaust, dass das Ding Traktion bekommt, ist, glaube ich, bei einer Supra ab 1000 alles umfahrbar, ne? Er ist bescheuert. So. Also unfahrbar im Sinne von, dass es halt auch gefährlich wird, wenn das Ding bei 280 dann auf einmal quer steht, ne? Weil die Kisten ja nicht so, die poolen ja nicht so ein bisschen dann an, ja. Sondern das ist dann halt so, wenn von 4 in 5, wenn da dann auf einmal anfängt zu drehen,
ist bei den großen Ladern ja immer das Problem, dass der Drehzahlsprung durch die drehenden Räder so viel ist, dass er halt sofort 200 PS mehr hat. Ja. Und dann erst recht viel anfängt zu drehen. Ne? Das ist halt immer das Gefährliche. Ne? Ja, okay, alles klar. Geiler Umbau. Bin stolz auf Tom. Ich wollte es euch einmal zeigen. Genießt die Bilder. Tschüss, danke fürs Zuschauen. Tschö. Und bis zum nächsten Mal.